So Leute, willkommen zurück zu Sleeping Dogs. In diesem Part wollte ich so ein bisschen die Stadt erkunden und da ist mir dieser Nox Lieferwagen, LKW, wie auch, ne, LKW ist nicht, LKW und Lastwagen ist das gleiche. Dieser Lieferwagen aufgefallen, den schnappen wir uns gleich mal. Entkommen hoffentlich vor den Bullen und können den dann auch sicher verstauen. So, komm. Bam. Und bam. Und wisst ihr was? Genau. Bam. Weg mit dir. Da ist noch einer. Aber einer ist wie keiner. Der ist auch bald weg vom Fenster. So, komm. Hab ihn erledigt. Nee, noch nicht. Noch ist er an mir dran. Aber an mich kommt er nicht dran. Vor allem nicht von den Wortspielen her. So, komm. Zack. Und noch einer und er ist... Oh, Moment! Hallo, warte nur kurz. Hier, okay, wenn wir den abschicken können... So, komm, komm schon. Weg mit dir. Hallo. Bist du endlich weg? Geh endlich weg, du dreckiger Bull, denn hier ist schon der Lieferort, an dem wir den Wagen hinbringen müssen. So. Wir müssen den Bullen umbringen, damit wir vor dem flüchten können. Nein, wieso? Wieso du? Ihr seid doch echt welche. Komm, eigentlich habe ich auch schon abgehängt. Komm schon. Jetzt habe ich einen dritten Fahndungsstern. Obwohl es keine Fahndungssterne hier sind wie bei GTA. Aber so Fahndungsdinger halt ist etwas gleiche. Komm, geh endlich weg. Oh, sehr schön. In die Luft geflogen ist der werte Herr. So, komm, geht endlich weg von mir. Ich will meinen Wagen nur hier abliefern. Ja, meinen Wagen. Nicht, er ist nicht gestohlen, er gehört mir. So, komm, jetzt müssen wir einfach aus dem Fahndungskreis raus und dann haben wir es eigentlich schon geschafft. Ja, endlich. So, jetzt eine 300 und eine 360 Grad, eine 180 Grad Drehung und dann wieder hier rauf und zum Lieferort. Bam. Eine. Nein, wieso? Wieso, du bist doch so dumm? Halt die Fresse einfach. Nee, wieso schon wieder? Lass mich doch einfach in Frieden. Meine Sachen machen. Was machen Sachen? Oh, komm her und ich mach dich kaputt. Das ist ein bisschen nervig, aber... So ist das halt, so ist es auch bei GTA teilweise, also... Und da hat man einmal einen Bullen abgehängt und da kommen gleich noch fünf andere dazu. So, jetzt erstmal hier irgendwo drehen. Schreit doch nicht so rum wie eine Frau. Ach, du bist eine Frau. Na, dann kann es passieren, dass man so rumschreit wie eine Frau. Okay, die Razzia will ich nicht machen, sondern wie gesagt, wie ich schon seit 2 Stunden versuche, den Wagen hier an den Lieferort liefern. Boah, das ist ja richtig abgefahren hier. Fast so abgefahren, wie wir mit dem Wagen abgefahren sind. Ahaha, witzig, spritzig. 73. Wir bekommen jede Menge Kohle. Ansehenspunkte bekommen wir leider nicht. Aber dafür bekommen wir diesen coolen Wagen hier. So. Knacken wir den mal. Sehr schön. Und jetzt, was will ich eigentlich in diesem Part machen? Wie gesagt, ein bisschen die Stadt erkunden. Wir gehen als erstes zum Martial Arts Club. Dann wahrscheinlich noch zum Handkampf. Und dann machen wir noch das eine Rennen da, das wir noch nicht gemacht haben. Moment, jetzt will ich mal was schauen. Sind hier, wo die bösen Burschen in der Nähe sind, auch Tresore? Ja, dort ist ein Tresor, oder? Ja, dort ist einer. Gut, ich glaube, überall, wo die bösen Burschen in der Nähe sind, sind auch Tresore. Das heißt, jetzt wissen wir zumindest, wie wir die Tresore irgendwie aufspüren können. Das ist ziemlich gut. Die Bösewichter sind auch nicht so hart. Wir müssen ihn einfach kontern. Sie kontern müssen wir sie. Die drei Drillinge hier. So, sehr schön. Roundhouse Kick ist immer gut. Packen wir den mal und auf den Boden mit dir. Packen wir den mal und an die Wand mit dir. Sehr schön.
Stirb! Stirb endlich, du räudiger Köter! Geh drauf, sehr gut. Haben wir es geschafft, hier öffnen wir den Tresor und hier drin sind 5000 Dollar. Ja. Da war sogar ein Bulle in der Nähe, aber der wollte, wie es aussieht, dass die sterben. Sonst hätte er uns ja angegriffen. Hat er aber nicht getan. Gut so. Gut so, feiner Bulle. Moment. Nee. Den bloß nicht den Bullen anfahren, sonst haben wir wieder ein Fahndungslevel am Arsch. Also einfach vorbeifahren und jetzt zum Martial Arts Club gehen. Obwohl, wir könnten uns ruhig wieder ein bisschen verpflegen. Moment, hier ist so ein Sprite-Laden. Aber hier sind noch ein paar Gegner. Also erlegen wir erstmal die Gegner, bevor wir dort einen Sprite rausholen und das Bestmögliche hier rausholen aus unserer Gesundheit. Ha, ha, ha. So, ey, hallo, den habe ich gekontert. Eigentlich. Eigentlich ist ja nur eigentlich und nicht wirklich. Zack. So, komm. Was, der wehrt sich sogar. Der wagt es, sich zu wehren. Aber nicht mit mir. Oh. Okay, wir sollten danach echt mal ein bisschen was trinken oder essen. Komm, hau einfach drauf. Sehr gut. So, so ist fein. Du kleines Schwein. Sehr gut. Und ja, du bist mir auch einer. So, auf den Boden mit dir. Und bam. Und ja, okay. Bam, nicht weiter. Ist er tot? Ja, er ist tot. Wo ist der Tresor? Ich dachte, hier ist ein Tresor. Ah, hier ist auch einer. Sehr gut. Ich dachte schon, es ist doch nicht überall, wo die Gegner sind, ein Tresor. Aber hier ist in der Tat einer, den man erstmal aufbrechen muss. So, komm. Hier war es irgendwo. Hier so. Und dann noch hier. Sehr gut. Und dann wieder zurück. Nein, Mist, ich hab's versaut. Jetzt aber, komm. Hallo. So, jetzt aber. Hier war es irgendwo. Sehr schön. Haben wir es geschafft. Tresor geöffnet. Was da drin? Eine J. Jiggler Jogginghose. Die haben wir, glaube ich, schon, oder? Ich weiß es nicht. Okay, warte, da ist noch ein Wagen, den holen wir uns, komm, schnapp sie dir alle, komm, nein, okay, doch, wir haben es geschafft, sehr gut, puh, hoffentlich sehen uns keine Bullen, na toll, natürlich sehen die uns, was denn sonst, sogar einige davon, okay. Versuchen wir den erstmal abzuhauen. Sind sie uns schon auf den Fersen? Ja, sind sie. Mist. Dann müssen wir sie wieder wegdrücken. Wie beim Armdrücken drücken wir sie weg, nur dass kein Armdrücken ist, sondern Bodychecken vom Feinsten. Mit dem Auto checken wir sie, also Car-Checken eher, anstatt Bodychecken. Geh drauf, Burrito. Ich will ein Burrito essen. Also gehst du mal drauf, Bulle. So. Aber wir müssen ein bisschen hier im Kreis fahren, damit wir nicht zu weit vom Lieferort weg sind. So, komm. Ein bisschen schneller. Kannst du ein bisschen schneller fahren? So, komm. Zack. Zack. Weg mit dir. Gut. Da ist aber gleich der Nächste. An unserer Arsch dran. Der schwule Cop. Der unseren Arsch beglücken will, aber das gelingt ihm nicht. Er will ihn entjungfern, aber no way Shan let do this. No way Shan, versteht ihr? Wie ein Wortspiel, wie genial bin ich denn? Überhaupt nicht genial, ich weiß. Egal, lass mir die Freude. So, weg mit dir auch, komm. Zack, sehr schön. Jetzt bloß weg von den Bullen. Dort sind wieder welche, dort sind... Nein! Wieso? Oh, komm. Zack, zack, zack. Weg mit dir, komm. Drück mir den weg. Komm, verpiss dich endlich. Ey, das ist echt nicht zu glauben. Wie viele Bullen wollen da noch kommen? Wir haben sicher irgendwie über 100 besiegt.
Aber da sind noch mehr. Da sind jede Menge mehr von diesen Drecksbullen. Die haben auch nichts Besseres zu tun, als uns zu verfolgen. Müssen nicht irgendwie Bürokram erledigen. Komm, stirb endlich. Hey, irgendwie habe ich echt keinen Bock darauf. Geht endlich weg, verdammt nochmal. So, mit dem Lieferwagen können wir halt nicht so gut ausweichen. Komm. Verpiss dich. Verpiss dich von der Straße. Verpiss dich, Junge. Sehr gut, da ist er schon mal weg. Hoffentlich ist das endlich der letzte. Hoffentlich ist das der letzte. Zack. Und zack, komm. Zack. Endlich. Endlich haben wir es geschafft. Sehr gut. Gehen wir dort zum Lieferort und liefern endlich den Wagen ab. Wurde auch langsam Zeit. Puh. Soll ich schauen, ob da auch noch... Ja, ich schaue, ob da auch noch irgendwie so eine Box da ist und Tresor. Und wenn ja, dann holen wir uns den natürlich auch noch. Dann später können wir den Nox-Wagen da abliefern. Der wird uns schon nicht wegfahren. Komm rauf da. Ach, die haben wir schon, die Box. Okay, stimmt. Die hatten wir schon. Gut, umsonst wieder hierher gekommen. Rein da. Und ab zum Lieferort. Zum Lieferort, dem Hort. Nein, jetzt habe ich es verpasst. Oh Mann, ich bin in diesem Part nicht so konzentriert. Gut, liegt vielleicht daran, dass ich irgendwie 50 Parts am Stück aufnehme von Sleeping Dogs, weil es mir halt Spaß macht. Also das Spiel macht wirklich Freude. Das kann man dem Spiel nicht, nicht verübeln oder was weiß ich. Much appreciated. So. Noch ein bisschen Geld, das wir in den Arsch geschoben bekommen, können wir immer gut gebrauchen. 30.000 diesmal sogar, sehr gut. Okay, aber wisst ihr was, wir gehen lieber im nächsten Part zum Martial Arts Club. In diesem Part soll es das gewesen sein, wir sehen uns im nächsten Part. Dort machen wir wieder nicht offscreen, sondern off-topic Sachen. Also bis dahin Leute, man sieht sich, schönen Tag noch und... Tu l'as lu.